Gut, wir kommen jetzt zum weiteren Höhepunkt in dieser Ausstellung, nämlich Günter Brus und Otto Mühl. Es ist wahrscheinlich ein Novum oder sehr spannend, dass sich gerade in der Kreuzausstellung ein Großteil der Wiener Aktionisten wiederfindet, was man nicht für möglich halten würde, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Und hier sehen wir jetzt auch sehr kritische Positionen. Und ich beginne mit Günter Brus. Günter Brus, hier die Arbeit, eine sehr spannende Arbeit, eine Kreuzdarstellung, wie wir ihn kennen. Und das Spannende beim Günter Brus sind ja auch seine Texte. Die finde ich besonders spannend, die sind sehr kraftvoll und sehr eindringlich. Und ich darf Ihnen nur kurz vorlesen, das Volk ist das Opium der Religionen. Steht hier oben und unten, steht dabei, die Liebe kommt ohne Gott am liebsten aus. Also Günter Brus, der natürlich gelitten hat in diesen 70er, 80er Jahren unter der Kirche auch, hat sich hier sehr, sehr kritisch gegenüber der offiziellen Kirche auch geäußert. Oder hier eine Kreuzdarstellung, die er der Hampelchrist nennt. Also auch hier diese Assoziation zu einem Hampelmann sozusagen am Kreuz zu sehen. Eine andere Darstellung ist die Selbstaugenlöschung. Hier ein Kreuz, ein Körper, eine Figur, das eben umgekehrt auf den Kopf steht und nach unten zeigt. Spannend, geschätzte Damen und Herren, ist auch diese Arbeit von Otto Mühl. Nämlich, wenn Sie genau schauen, werden Sie Hermann Nitsch erkennen. Hermann Nitsch quasi auf das Kreuz genagelt, symbolhaft auf das Kreuz genagelt, und daneben steht Otto Mühl. Und letzte Arbeit wieder von Günter Brus, diesen Kreuzhügel sozusagen, das Bild nennt sich Belvedere, wo er eine sehr beeindruckende Zeichnung auf diesen Kreuzhügel hat, nämlich in der Mitte Hermann Nitsch, auf der rechten Seite Günter Brus und auf der linken Seite Joe Johnson.